Kucinczek und Harry Mayer sind zwei Künstler, die auf unterschiedlicher Weise uns Dinge vermitteln wollen, die wir nicht sehen, die hinter den Dingen liegen, wie die Kräfte der Natur. Immer anders, immer unterschiedlich. Harry Mayer, der deutsche Künstler, der westliche Part, der Immaterielles, also eigentlich auch, was die Natur und unsere Umwelt bestimmende Kräfte zeigen möchte, spricht ja mit einer westlichen Sprache, mit einer westlichen Haltung, die über die Erzählung, also über etwas Darstellendes, diese Naturphänomene schildert. Eine unglaubliche Expressivität, die den Bildern innewohnt, mit dem unglaublich pastosen Farbauftrag. Und im Gegensatz dazu, die fernöstlichen Arbeiten von Kucinczek, der aber genau das Gleiche möchte. Der in die Natur geht, sich wirklich von der Natur inspirieren lässt, fühlt sich in ihr heimisch, saugt dann auch die Kräfte, sammelt die in sich und dann kommt er aufgeladen mit Energie. Geht in das Atelier und ist Derwisch, also er springt, er steigt über die Bilder. Er ist sozusagen Teil des Prozesses. Wenn man sich erinnert, wie diese Endmoränenlandschaft entstanden ist nach der Eiszeit mit einer unglaublichen Gewalt, wo da Eismassen darüber hinweggeschoben sind und alles vernichtet haben, was in irgendeiner Form Leben war. Er reflektiert, was er malen möchte, er nähert sich eben dann dadurch klassisch dem Tafelbild, dem Westlichen, indem er eine Idee hat und die aber natürlich ganz konsequent verfolgt und dann eben immer mehr verfeinert, immer mehr herunterbricht. Und das Interessante bei Harry Mayer ist, dass er ein Formenvokabular einsetzen kann, also zeitgleich einsetzen kann in Blüten. Das sind aber dann zeitgleich auch, oder in anderen Bildern natürlich, Sterne. Also es ist vom Mikro in den Makrokosmos mit derselben Form- und Farbsprache, lässt uns aber dann doch ein Stück weit mit den Bildern alleine. Die Orientierungslosigkeit ist ja ein Fluch der Zeit, ein Fluch des Menschen. Wenn wir, ich und du und die anderen, uns in einem System bewegen, das selbst geschaffen ist, ist zumindest der Standpunkt von uns selber zu definieren. Wenn sich der eigene Standpunkt verorten lässt, meine ich, dass von diesem Standpunkt aus auch die Wahrnehmung des Raums, die Wahrnehmung der Dinge, die geschehen, stattfinden können. Genau in Usbilder, die wir eben in unterschiedlicher
Stimmungslage immer neu für uns erschließen können und erarbeiten können. Da ist auch nicht jedes Bild gut, sagt er auch selber, gesteht er. Wir hatten für unsere erste Ausstellung 40 Bilder bekommen. Für diese 40 Bilder hat er 400 gemalt. Und hat die anderen alle vernichtet.인간과 자연이 공존해야 지금 여러 가지 취해져 있는 지금 현실의 문제들, 예를 들어서 환경적인 문제, 또 인간성 상실이라는 문제, 이런 부분들을 해결하기 위해서는 역시 자연의 이치를 알아야 되지 않을까라는 생각을 합니다. 그래서 beide Künstler können sich verbal gar nicht verständigen. Beide Künstler haben eine komplett andere Ausdrucksweise gefunden, aber beide Künstler sagen uns das Gleiche mit einer anderen Sprache.